So, dann nochmal herzlich willkommen auch von mir. Nochmal zu den, Sie können meinen Bildschirm sehen. So, das muss man noch weg. Ja, alles gut. Alles super. So, sorry. So, dann starten wir mal mit dem heutigen Online-Webinar, der Workflow einer Handelsstrategie, wie Sie ein hundertprozentiges objektives Handelssystem entwickeln. Nochmal zum Start vorweg. In diesem Online-Webinar wird es jetzt sehr theoretisch, weil die praktische Umsetzung von all diesen Workflow-Schritten, die Sie dann natürlich auch umsetzen können, nach dem Webinar, ist zeitlich nicht möglich, weil bestimmte Schritte erfordern schon sehr viel Aufwand und sehr viel Zeit. Darauf werden wir heute auch eingehen. Deswegen bitte ich Sie, trotzdem genau zuzuhören, auch wenn es heute mehr wie eine Vorlesung wird, als dass wir praktisch bestimmte Sachen durchgehen, weil das nicht unbedingt einfach ist. Fangen wir mit dem Inhaltsverzeichnis an. Das heißt, wir beginnen jetzt gleich mit einer kleinen Vorstellung von mir. Wer bin ich eigentlich? Dann fangen wir an, sofort mit dem Thema an, wieso ich denke, dass systematisches Trading dem diskretionären Trading überlegen ist. Mit diskretionärem Trading meine ich die Trader, die keine 100% objektive Regeln haben, sondern immer Regeln mit Interpretationsspielraum, so dass sie anfangen, Chart zu interpretieren, bestimmte Trades mal eingehen und mal nicht. Wieso ich denke, dass systematischer Handel, das heißt, wenn man sein Regelwerk komplett aufgeschrieben hat, es auch getestet hat, mit einem Backtest, Out-of-Sample-Test, wir werden gleich darauf eingehen, wieso das mehr Vorteile bietet als reines aus dem Bauch heraus Handeln, wie ich das nenne. Dann beginnen wir auch schon direkt mit dem Workflow, das heißt mit den einzelnen Schritten, wie ich agiere, wenn ich von der Handelsidee, das heißt vom allerersten Schritt, den ich eingehe, wenn ich sage, ah, das sollten wir vielleicht mal testen, ob das profitabel ist, bis hin zu, dass es in einen Algorithmus gepackt wird und auch dann wirklich an den Börsen agiert. Das heißt, wir beginnen mit der Ideenfindung. Da erkläre ich, welche Arten von, es gibt zwei verschiedene Arten der Ideenfindung aus meiner Sicht. Auf die werden wir kurz eingehen. Danach ist man verpflichtet, die Idee zu untersuchen. Da macht man schon kleinere Gegentests, mal auch vielleicht auch einen händischen Backtest oder objektive Untersuchungen. Danach entwickeln wir die Regeln. Da wird auch schon, je nach Programmierkenntnisstand, werden da entweder die Regeln auf Papier geschrieben oder halt auf dem Rechner oder in einem Algorithmus. Dann geht es an die Entwicklung eines Filters, der dazu helfen soll, die Handelsstrategie zu optimieren. Dann kommen wir zu den zwei wichtigsten Faktoren, wie ich denke, in diesem Workflow. Das ist einmal der Out-of-Sample-Test und einmal die Monte-Carlo-Simulation zur Untersuchung der Signifikanz eines Handelssignals. Danach kommen wir zum Money Management und zur Optimierung des Risikomanagements. Und danach zeige ich kurz, wie ich die Vorbereitung zum Live-Handeln übernehme. So, gehen wir mal weiter. Das ist die Person, die spricht. Mein Name ist Juri Ostaschow. Bin der Gründer von Statistic Trading. Geboren 16. September 1991 in St. Petersburg, Russland. Mittlerweile 26 Jahre jung, alt, wie man sehen will. Ich habe einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre und bin seit meinem 18. Lebensjahr an der Börse aktiv. Also auch ungefähr 8 Jahre. Am Start ein bisschen weniger intensiv. In der Probezeit, das heißt, als man noch angefangen hat, Optionsscheine zu handeln, noch zu den Anfangszeiten. Mittlerweile
mehr entwicklungsaktiv als wirklich tradingsaktiv, weil Traden dann meistens vom System übernommen werden und ich eher die, mir mehr die Entwicklung der Systeme Spaß macht und ich dann nur noch die Systeme verfolgen will und untersuche, ob die richtig funktionieren, ob die statistischen Parameter stimmen, als dass ich wirklich noch aktiv vor den Rechner sitze und Charts interpretiere. Im Jahr 2016, ja, im zweiten Quartal, habe ich dann Statistic Trading gegründet. Hat angefangen als Blog, wo ich die Leute halt auf Fehler des diskretionären Handels aufmerksam machen wollte. Im Blog ist natürlich auch ein Online-Shop integriert, weil ich mit meinem, wie mir auch zugesagte, qualitativen Content auch gerne etwas Geld verdienen will, vertreibe ich da auch entweder systematische Handelssysteme oder Indikatoren für den MetaTrader 5. Aber wir geben auch intensiv Online-Seminare genau zu dem Bereich, wie man objektive Handelssysteme entwickelt, die dann aber auch wirklich, wo wir dann an dem Wochenende bestimmt 25 bis 30 Stunden dran sitzen, um wirklich alles so gut wie möglich durchzuarbeiten. Ich bin auch noch angestellt. Ich lebe nicht nur vom Börsenhandel, auch wenn ich das gern täte, aber dazu fehlt noch ein bisschen Kapital. Aber ich bin im Bereich Business Development und Business Processing eingestellt. Das heißt, ich arbeite schon mit Automatisierung von Systemen, auch wenn es nicht unbedingt immer um Börse geht, in dem Bereich, in dem ich arbeite. Aber es geht da auch um Statistik, um Automatisierung von Systemen, um Entwicklung von relevanten Signalen. So, dann beginnen wir mal. Wieso? Ich denke, dass Systemtrading dem diskretionären Trading oder dem Trading, wie es am öftersten gelehrt wird, überlegen ist. Fangen wir mit dem ersten Schritt an, oder mit dem ersten Punkt. Systematischer Handel heißt jetzt, bevor ich noch weiter auf die Punkte eingehe, für mich heißt systematischer Handeln jetzt nicht unbedingt, dass Sie programmieren lernen müssen oder programmieren können, so dass sie alles in einen Algorithmus packen. Man kann auch halbautomatisch handeln oder auch hier systematisch handeln und auch vorm Rechner sitzen. Das heißt, es geht nur darum, Systemtrading für mich ist, dass sie ein 100% objektives System entwickeln, wo auch Interpretationsspielraum definiert ist. Das heißt, dass jede mögliche Variante definiert, optimiert und getestet ist, so dass sie sich nicht vor dem Rechner die Frage stellen müssen, handle ich das jetzt oder nicht, weil mein Bauchgefühl sagt oder Nachrichtenlage sagt oder andere Parameter sagen, dass ich das handeln könnte, sondern dass sie komplett ausgearbeitete Regeln haben, die auf wissenschaftlicher Basis geprüft worden sind, so wie das da jetzt unten steht, sodass Sie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass die Strategie, die Sie entwickelt haben, erstmal in der nächsten Zukunft funktionieren wird. Wie lange dies dann tut, wenn sich die Marktlage verändert, ist eine andere Sache. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber Systemtrading beruht für mich auf einer wissenschaftlichen Basis und nicht auf Glauben und Vertrauen. Wenn man anfängt, sich mit dem Systemtrading zu beschäftigen und auch wirklich anfängt, die diskretionären Strategien, die man handelt, in ein System zu packen, da fängt man automatisch an, sich viel intensiver mit seinem System auseinanderzusetzen. Denn wenn man diskretionär handelt und man macht einen Fehltrade oder man hat vielleicht eine Drawdown-Phase, dann kann man sich immer wieder einreden, ja, das habe ich da falsch interpretiert und da habe ich natürlich die Linie falsch gesetzt und das hätte ich besser machen können. Das ist alles meine Schuld und nicht der von dem Coach oder von dem Typen, der mir das System erklärt hat. Sondern man muss sich wirklich hinsetzen und jeden Einstieg, jeden Ausstieg, jede Zeiteinstellung, unter der man den Trade ansetzt und auch beendet, muss man sich auseinandersetzen. Das war für mich am Anfang ganz interessant, als ich meine damaligen aus dem Bauch heraus Trades
versucht habe, in ein System zu packen und gemerkt habe, ah, wie viel Parameter ich eigentlich ignoriere und wie wenig man dann eigentlich wirklich über sein System weiß. Ich sage jetzt auch nicht, dass Systemtrading der heilige Gral ist, aber es ist für mich persönlich und für höchstwahrscheinlich oder vielleicht auch für Sie vor dem Bildschirm, weil Sie sich den Vortrag ja auch anhören, eine angenehmere Variante, die Märkte zu sehen und zu handeln, als man es mit einer aus dem Bauch heraus Entscheidung trifft. Oder wenn andere Coaches etc. einem erklären, wie man die Märkte zu sehen hat. Dann ein sehr wichtiger Faktor ist, habe ich auch bestimmt schon 30 Mal erwähnt, ist, dass ein systematisches Trading-System 100% objektiv ist und keiner Interpretation unterliegt, keiner subjektiven, sodass ich nicht sage, ah, heute mache ich mal das, heute mache ich mal das, sondern dass man auch den Interpretationsspielraum, den man hat, dass man sagt, wenn der Preis, wenn ich einen Einstieg generiere, dann darf der Preis um x Prozent um mein Einstiegssignal herumschwanken, ob ich da noch einsteige oder nicht, liegt dann davon ab, ob ich schneller in den Markt eingeführt worden bin, bevor sich der Einstieg außerhalb der Parameter sich befunden hat. Wir reden jetzt von extremer Slippage, aber im Normalfall handelt es sich darum. Im Normalfall ist auch die subjektive Interpretation jetzt nicht unbedingt beim Einstieg gefordert, sondern eher beim Ausstieg, dass man Ausstiegssystematiken hat, dass man sagt, ich mache einen Trailing Stop, wenn X eintritt, wenn Y eintritt, wenn das nicht eintritt. Wenn das eintritt, mache ich das nicht. Also es ist alles, sie packen sozusagen ihr ganzes Trading in Formeln, die sagen, wenn das oder das und das. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach, wie es scheint. Wie ich schon auch erwähnt habe, auch Interpretationsspielräume müssen definiert werden. Das heißt, wenn der Markt X Prozent in meine Richtung gelaufen ist, wie verhalte ich mich? Fange ich an, Teilverkäufe zu machen? Fange ich an, einen Trailing Stop zu setzen? Fange ich an, meinen Stop-Loss-Break-Even zu setzen? Etc. Das muss alles untersucht werden und dann um dann die Methode zu finden, die am besten wirkt. Unter anderem bietet Systemtrading, wie wir auch gleich bei der Ideenfindung sehen werden, sehr viele Möglichkeiten an, den Markt zu analysieren und Strategien zu entwerfen. Das heißt, je mehr Bücher Sie lesen, umso mehr Sie sich in dem Bereich weiterbilden, indem Sie herausfinden, welche Parameter miteinander zusammenhängen, umso mehr Möglichkeiten werden Sie sehen, die Märkte zu handeln. Und das ist für mich immer noch, finde ich, sehr beeindruckend und macht sehr viel Spaß, mit Asset-Klassen zu experimentieren und sag, was ist, wenn ich die Strategie an Optionen probiere oder die Strategie an Aktien, funktioniert das auch? Welche Parameter muss ich denn ändern, damit das bei Aktien funktioniert? Warum funktioniert das bei Aktien und nicht bei Indizes? In dem Bereich gehen wir dann. Einer der wichtigsten Faktoren, die ich gemerkt habe, die mir geholfen haben, als ich noch diskretionär gehandelt habe, war, dass psychologische Faktoren oder generell die Psyche, mit der man sich ja so viel beschäftigt, auch in vielen Büchern, ich sage jetzt auch nicht, dass sie unwichtig ist, sie ist immer noch wichtig, aber diese Faktoren, quasi diese Wut auf sich selber im Drawdown und so weiter, die Irrationalität, die quasi folgt, wenn man drei, vier Trades versemmelt hat, die kennt, glaube ich, jeder, wenn man dann anfängt, gegen den Faktor, ich will wenigstens meinen Verlust wieder reinholen, entgegenzukämpfen, wird umgelenkt auf ein System. Das heißt, Sie haben ein System entwickelt und das fabriziert jetzt einen Drawdown. Nun sind Sie nicht mehr sauer auf sich selber, sondern Sie sind eher interessiert daran, den Fehler in diesem System, entweder in dem Code oder in Ihrem Regelwerk zu finden. Vielleicht haben Sie was in der Analyse falsch gemacht, vielleicht haben Sie eine statistische Zahl übersehen, einen Faktor nicht berechnet. Sie fangen an, anders zu denken und anders mit Drawdowns oder negativen Effekten, die im diskretionären Handel vorkommen, sich auseinanderzusetzen. Das heißt, Sie werden
jetzt nicht unbedingt wütend, sie werden eher wie ein Mechaniker, der dann anfängt zu sagen, ah, mein Auto fährt nicht, da bin ich ja nicht vielleicht nicht unbedingt dran schuld, sondern ah, da ist irgendeine Dichtung abgefallen oder ein Schlauch ist rausgeflogen, ich muss den nur reinstecken und dann funktioniert das schon wieder. Das ist ein sehr wichtiger Faktor. Natürlich ist es auch wichtig zu erwähnen, dass mit Algorithmen generell, wenn Sie jetzt mit, das ist jetzt ein Faktor, der nur für algorithmisierten Börsenhandel geht. Sie können 24, 5, also 24 Stunden, 5 Tage die Woche, an den Märkten aktiv sein. Und wenn Sie nicht am Rechner sind und der Algorithmus von alleine Trades absetzt, weil Sie vielleicht schlafen und er die japanischen Märkte handelt, dann ist solch ein Handel viel weniger von Gefühlsfaktoren abhängig. Ist auch, glaube ich, der Paran, also die Eigenschaft, die am meisten benutzt wird, um Expert Advisors anzupreisen. Das heißt, der Markt handelt 8 Trades hintereinander, auch wenn die vorherigen 9 Trades Verluste waren, was ein Mensch vielleicht nicht unbedingt tut oder was aber auch dann passieren wird, wenn Sie vom Algorithmus sitzen und merken, er hat unwahrscheinlich viele, Sie haben Ihre Strategie analysiert und Sie merken, Sie haben in der Simulation und in Ihren Tests damals gesagt, ah, ich sehe mein durchschnittlicher Drawdown oder mein Drawdown im Maximum aus einer 1000 Simulation waren 11 Trades. Dann nehmen Sie dazu noch eine Handelsspanne, Sie sagen, okay, ich bin bereit, plus minus zwei, drei Trades mehr Drawdowns noch zu akzeptieren, sodass das noch im Rahmen ist. Und dann sehen Sie, Sie haben 18 Trade Drawdowns oder von mir aus waren in den Simulationen 5 Trades und Sie haben jetzt 9. Dann kommen trotzdem Gefühle ins Spiel. Das heißt, Sie sagen, Sie merken dann, ah, okay, irgendwas stimmt nicht. Ich schalte den EA mal aus und analysiere mal, ob, aber da fangen Sie wieder an, wie der Mechaniker zu denken. Sie sagen, ah, ich schalte ihn mal aus und guck mal, ah, was stimmt denn da nicht im System? Habe ich da was falsch gemacht? Das heißt, Sie wissen, wenn Sie ein System entwickelt haben, können Sie zumindest, weil Sie sehr viele Zahlen haben, die diskretionäre Trader nicht haben, zumindest erahnen, an welchen Schrauben Sie drehen müssen, um das System irgendwie wieder in Gang zu kriegen. Kommen wir jetzt, das waren jetzt so meine Eigenschaften, kann man sich jetzt drum streiten. Vielleicht sagen auch welche, ja, das finde ich pro, das finde ich kontra. Können wir diskutieren, können wir danach auch gerne, können Sie mir gerne jedes Mal, wenn Sie noch dazu im Nachhinein noch Fragen haben, schreiben Sie mir eine E-Mail, können wir gerne ausdiskutieren oder einen Aufbau, können wir vielleicht mit FX vielleicht nochmal ein Aufbau-Webinar einbinden. Kommen wir dann nun zum, unter dem Punkt 3, aber das ist jetzt erstmal der erste Schritt, den Sie machen, wenn Sie ein System entwickeln wollen, das heißt, Sie brauchen eine Idee. So. Es existieren zwei Arten der Ideenfindung. Es existiert einmal eine datenbasierte Idee. Was ist denn eine datenbasierte Idee? Eine datenbasierte Idee heißt, Sie nehmen sich einfach alle Daten, die Sie zur Verfügung haben, und betreiben Data Mining. Das heißt, Sie lassen einen Algorithmus über alle Zahlen, über alle Daten, die Sie haben, laufen. Und der errechnet dann mögliche Korrelationen, macht er vielleicht eine Regressionsanalyse, so dass er versucht, mit zwei Parametern ein Parameter zu bestimmen, und spuckt ihnen dann sozusagen Werte aus, mit denen sie dann arbeiten können, dass sie dann, er spuckt ihnen dann Werte aus und sie sagen, ah, okay, auf den Faktoren baue ich jetzt ein System aus, was aus Data Mining herausgekommen ist. Nicht meine präferierte Methode, um an Ideen zu kommen. Für mich persönlich gibt es auch bestimmte Quantfonds, die nur so ihre Systeme generieren. Meistens ist immer gut, ein Mix aus allem zu haben, weil von allem zu viel ist nie gut. Habe ich gelernt. Die andere ist eine, klingt jetzt ein bisschen blöd, eine ideenbasierte Idee. Eine ideenbasierte Idee entsteht aus Erfahrungen, aus logischen Schlussfolgerungen, cleveren Einfällen oder eventuell fundamentalen Zusammenhängen, dass sie sagen, ah, wenn der Zins angehoben wird, jedes Mal um x Prozent, dann verändert sich der Markt, dann schaut es so aus, dass sich auch dieser eine Markt verändert. Oder ich sehe, dass der Bund Future immer um solch eine Uhrzeit steigt,
Wie untersuche ich das jetzt am besten, sodass ich das für ein System benutzen kann? Oder Sie haben einfach einen Einfall aus Ihrer Erfahrung, aus den Trades, die Sie schon gemacht haben, und sagen, oh, das würde ich gerne mal untersuchen und das mal in ein System packen. So, das heißt, der erste Schritt, entweder Sie holen sich eine datenbasierte Idee oder eine ideenbasierte Idee. Ich denke mal, die meisten, auch ich tue das, kommen auf Ideen aufgrund von ideenbasierten Ideen, sodass man auch wirklich seine Erfahrung spielen lassen kann, die dann wieder gut ist, wobei man über Erfahrung auch wieder eine dreistündige Diskussion führen kann, weil ich der Meinung bin, nicht nur, nur weil man 20 Jahre an der Börse agiert, hat man mehr oder weniger Erfahrung als andere. Zumindest muss man Erfahrung erstmal in gute und schlechte irgendwie klassieren. Und dann muss einer jemandem erklären, das ist eine gute Erfahrung, um Geld zu verdienen, und das ist eine schlechte. Man kann auch als 20 Jahre irgendeinen Scheiß an der Börse gemacht haben. Und dann sagen, ja, aber aus Erfahrung, ich weiß, dass das passiert. Oder ein anderer sagt aus, ich weiß aus Erfahrung, dass das passiert. Das kann man im systematischen Handel auch alles analysieren, was auch wieder ein Vorteil ist. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Untersuchung der Idee. In diesem Schritt, aber vieles habe ich auch ausgeschrieben, damit Sie, wenn Sie im Nachhinein vielleicht die Folien sich auch durchgehen, mich nicht unbedingt die ganze Zeit anhören müssen. In diesem Schritt soll dann die Idee untersucht werden, ob das entwickelte Signal, was also das Einstiegssignal, was dann die Idee quasi entwickelt hat, Auswirkungen auf den Markt hat. Das heißt, Sie sollen zumindest in diesem Fall schon mal schauen, wenn Sie sagen, ich habe ein System entwickelt, das generiert so Long-Signale und so Short-Signale, dass auf den ersten Augenblick es zumindest so scheint, dass nach dem Signal der Markt auch wirklich in die gewünschte Richtung läuft oder zumindest nach einer bestimmten Zeit, die Sie dem Markt einräumen, der Markt in die gewünschte Richtung läuft, sodass Sie zumindest auf den ersten Blick davon ausgehen können, dass das Signal dafür zuständig ist, dass der Markt in die gewünschte Richtung läuft. Dazu werden wir aber noch einen ausführlichen Test machen in der Monte-Carlo-Simulation. Werden wir noch darauf eingehen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es muss, das ist nichts anderes, ein bisschen anders umschrieben, es muss eine Abhängigkeit erkennbar sein zwischen Einstiegssignal und die darauf folgende Veränderung des Marktes. Dann würde ich schon in diesem Schritt anfangen, mit kleinen Fallen, die Sie sich selber entwickelt haben, versuchen, dieses Signal, was Sie haben, zu widerlegen. Das heißt, wenn Sie ein System entwickeln, dann machen Sie bitte nicht den Fehler und verfallen in die psychologische Falle der selektiven Wahrnehmung, sodass Ihr erstes System Ihnen vorkommt wie das Geilste der Welt und dass Sie schon die Yacht vorbestellen, obwohl das System noch gar nicht läuft, sondern es geht in der wissenschaftlichen, also zumindest in der wissenschaftlichen Herausarbeitung eines systematischen Handelssystems darum, dass sie versuchen, das Signal zu widerlegen. Und erst wenn das Signal die Widerlegungstests bestanden hat, sodass man es nicht widerlegen kann, dann würde ich es erst zum Live-Handel machen, hier zum Live-Handel bringen und dort auch durchführen. Dazu werden wir aber im Verlauf, das werden Sie immer sehen, dass wir immer wieder Tests anwenden, um zu sagen, dort kann das System durchfallen, dort kann das System durchfallen. Wenn es dort nicht durchfällt, dann machen wir weiter. Tut mir leid, ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen, deswegen trinke ich ab und zu, damit ich morgen nicht halbtot im Bett aufwache. Das heißt, versuchen Sie mit kleinen Fallen die Signale, die Sie bekommen oder generell das System zu widerlegen, ohne dass Sie vielleicht schon einen Backtest geführt haben. Nur mit den, also können das, sowas können Sie wirklich augenscheinlich machen. Haben Sie das gemacht? Fangen Sie an, erste Grundregeln aufzustellen. Und ich rede von wirklich Basisregeln, so wie Einstieg passiert, dann Ausstieg passiert, dann Haltedauer, dann Asset, das und so weiter. Das heißt, wirklich Grundregeln. Wir gehen in dem Fall erstmal jetzt nicht zu weit ins Detail. Wenn Sie Programmierkenntnisse haben, können Sie diese Grundregeln natürlich schon in der jeweiligen Programmiersprache umsetzen. Sei es jetzt nun MQL5 für den MT5, MQL4 für den MT4 oder Python. Sie haben eine Python-Anbindung oder C++, abhängig von Ihnen.
Haben Sie keine Programmierkenntnisse? Versuchen Sie bitte, einen ersten händischen Test zu führen. Das heißt, mit diesen einfachen Regeln, die Sie aufgestellt haben, führen Sie einfach einen händischen Test durch und bitte verfallen Sie, wie schon gesagt, nicht in die selektive Wahrnehmung, sondern versuchen Sie, objektiv wie möglich zu bleiben. Auch wenn Menschen sich am liebsten gern selber belügen, ist das wichtig, weil sonst belügen Sie sich selber, haben ein System entwickelt, spielen da Geld drauf ein und verlieren es, weil sie schon den ersten Fehler oder zumindest hier angefangen haben, sich über den ganzen Prozess hinweg sich selbst zu belügen. Habe ich auch hier nochmal eingeschrieben. Bitte beim händischen Hacktest auf die psychologischen Trickfallen achten und sich nicht selbst belügen. Das ist genau sowas, dass sie nicht sagen, sie haben ein Signal. Und der Aufstieg wäre ein Verlust, weil Sie dort in der Grundregel einen Stop-Loss hätten. Dann sagen Sie nicht, ja, aber ich würde das optimieren, und der Markt würde da wieder steigen. Das sind solche Arten von Selbstlügen, die ich meine. Kennt vielleicht jeder, der zuallererst mal ein System entwickelt hat, ohne die ganzen wissenschaftlichen Vorkenntnisse zu haben oder auch mal Geld damit verloren hat. Können wir zum zweiten Schritt, zum dritten, die Regeln entwerfen. Nun gehen wir wirklich ins Detail. Das heißt, Sie werden auch am Ende dieses Vortrags oder im Verlauf des Vortrags erkennen, dass Systeme entwickeln, und zwar wirklich robuste Systeme, mit denen Sie langfristig Geld verdienen wollen, und wenn Sie diese Schritte auch machen, auch werden, gar nicht so einfach sind, wie sie von anderen, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber von anderen Trading-Szenen Leuten suggeriert wird. Das ist, in bestimmten Schritten steckt wirklich Arbeit drinnen. Da sitzt man mal 2 bis 3 Tage nur an einem Test, um das zu programmieren, um zu testen, ob man das nicht doch vielleicht die ganze Idee am Ende wegwirft. Das ist dann schon manchmal frustrierend. Da hat man 3, 4 Ideen und am Ende fällt die eine Strategie beim dritten Test durch, die andere fällt beim Out-of-Sample-Test vielleicht durch, die andere Strategie fällt in Simulation durch. Und dann sitzen Sie da, haben, weiß ich nicht, 3, 4 Wochen programmiert, getestet, Blut und Schweiß reingesteckt, nur um dann am Ende auf die Erkenntnis zu haben, in den 4 Fällen, so funktioniert es nicht. Ist auch eine Erkenntnis, aber nicht die, die man sich vorstellt. In diesem Schritt habe ich jetzt geschrieben, soll nun der erste Algorithmus geschrieben werden, aber es kann der erste Algorithmus geschrieben werden. Mit Algorithmus meine ich nicht unbedingt, dass Sie jetzt in Ihren Compiler gehen und anfangen, einen Code zu schreiben. Wenn Sie es können, tun Sie das. Wenn Sie das aber nicht können, das heißt, wenn Sie nicht programmieren können, dann meine ich mit Algorithmus, Sie sollen ein Blatt Papier nehmen und anfangen, Ihre bis dortigen Regeln komplett untereinander zu schreiben. Sie werden mit der Zeit auch eine bestimmte Form erlernen, sodass Sie dann später die Systeme auch bearbeiten können. Darauf werden wir auch gleich eingehen. Aber schreiben Sie all Ihre Regeln untereinander weg, sodass Sie sagen, so soll der Algorithmus jetzt eigentlich handeln. Ja, genau. Wenn Sie systematisch, aber nicht algorithmisiert handeln, dann soll hier das komplette Regelwerk ausgeschrieben werden. So wie es bis dato steht. Das Regelwerk wird sich natürlich verändern. Deswegen achten Sie bitte darauf, dass Sie es nicht querbeet schreiben, sondern dass Sie bei der Regelentwicklung eine bestimmte Form einhalten. Das heißt, Sie haben ein Regelwerk, da steht dann die Überschrift Einstiege. Okay, dann steht da die Regel für Einstiege. Dann haben Sie eine Regel für Ausstiege. Das ist dann unter Ausstiege. Dann haben Sie Zeiteinstellungen. Dann haben Sie vielleicht noch einen Filter. Dann haben Sie vielleicht noch eine Situation, oder verschiedene Indikatorensituationen, die Sie entwickelt haben, bei denen Sie Einstiege finden wollen. Natürlich muss das Regelwerk, und das ist jetzt groß, es muss, wenn Sie komplett objektiv handeln wollen, muss es aus 100% objektiven Regeln bestehen. Es darf kein undefinierter Interpretationsspielraum da sein. Es muss so gestaltet werden, auch wenn Sie nicht programmieren können, dass man das theoretisch programmieren lassen kann und ein Algorithmus das versteht. Das heißt, es darf nicht sein, dass Sie dann vorm Rechner sitzen
Dann haben Sie eine Regel und dann sagen Sie, ah, aber gerade ist die Situation so und so. Dann fehlt Ihnen noch eine extra Regel, die das beschreibt, dass Sie dort dass Sie in dem Bereich nochmal darauf eingehen. Das heißt, auch ein Algorithmus ist nicht fix, so wie das von anderen Leuten behauptet wird, die sagen, ja, aber ein Algorithmus, ich kann in meinem diskretionären Handel immer auf bestimmte Sachen eingehen. Man kann so gut wie alles systematisch programmieren. Jede Trendphase, jede Volatilitätsphase etc. pp. Das heißt, auch ein Algorithmus ist etwas, was man gemacht hat und dann man ständig daran arbeitet und ihn verbessert oder versucht, ihn noch effizienter zu machen. Wie schon erwähnt, unterteilen Sie Ihr Regelwerk in einzelne Abschnitte. Das ist wichtig, um später den Überblick zu behalten und Änderungen vorzunehmen. Das werden Sie merken, wenn Sie sich eine Grundregel aufgestellt haben und sie nicht definiert haben, das heißt, sie schreiben es einfach querbeet runter durch, dann werden sie später Probleme haben, wenn sie einen Fehler im System entdecken, wenn das System dann läuft oder bestimmt, oder wenn es, ich denke mal, solange das System läuft, wird niemand irgendwas bemerken, aber wenn es eben dann nicht läuft, wenn es einen Drawdown fabriziert, dann müssen sie ihr Regelwerk so unterteilt haben, so gegliedert, dass sie problemlos oder zumindest ohne große Schwierigkeiten den möglichen Fehler finden können. Das wird Ihnen aber im Verlauf der Zeit, entwickelt man dafür eigene Systeme, jeder schreibt Algorithmen oder Systematiken, Systeme anders. Also zumindest nach einer anderen Reihenfolge. Kommen wir nun zum vierten Schritt, einen Filter entwerfen. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir eine Regel haben. Und nun entwickeln wir einen Filter darauf. Ein Filter ist in dem Fall nichts anderes als eine weitere Und-Regel. Das heißt, Sie sagen vielleicht, ja, ich will, dass das System handelt, aber es soll nicht in einem Seitwärtsmarkt handeln. Das ist jetzt einfach dahergesagt. Dann kann man Seitwärtsmarkt definieren. Wie Sie das definieren, ist dann wieder Ihnen überlassen. Aber ein Filter ist in dem Fall nichts anderes als eine weitere Und-Regel, in der Sie sagen, ich handle den Markt, wenn X passiert und Y passiert, dann werden die Trades abgesetzt. Wie schon geschrieben, es gibt viele Methoden, einen Filter zu entwerfen. Wir werden auch gleich auf ein paar Beispiele hinzukommen, ein paar Beispiele dazukommen. Wie ich schon gesagt habe, ein Filter ist eine weitere Und-Regel, die eintreten muss, damit es zu einem Trade kommt oder nicht. Und zumindest zu einem, nicht unbedingt zu einem Trade kommt, sondern zu einer möglichen Einstiegsorder, die in den Markt gelegt wird. Kann ja auch sein, dass Sie mit Limit Orders arbeiten oder mit Stop Entry Orders. So. Ein Filter kann auch in Verbindung im Nachhinein mit dem Risiko- und Money Management verwendet werden. Das heißt, wenn sich der Filter von einer möglichen Phase in die nächste, das heißt, Sie haben einen Filter gebaut, der erkennt Abwärtstrend, Aufwärtstrend und hier seitwärts trennt, wie auch immer Sie das definiert haben oder erklärt, oder er erkennt eine Situation der hohen Volatilität, einer niedrigen Volatilität, einer mittleren Volatilität und so weiter, dann können Sie Systeme auf den Filter aufbauen, die Ihre Stop-Loss-Setzung verändern oder Ihre, natürlich muss das alles getestet werden, das ist alles sehr aufwendig, aber das ist alles möglich. Welche Arten von Filter kann man denn? Sie können zum Beispiel einen Preisfilter entwerfen. Sie sagen, ich will erst in den Markt, wenn ein Markt in einer x definierten Zeit um so viel Prozente gestiegen oder gefallen ist, weil Sie Ausbrüche handeln oder was auch immer. Sie können einen Sentimentfilter verwenden. Das heißt, Sie nehmen sich den EUWAX-Index, der oder irgendeinen anderen Broker-Sentiment, der dann irgendwie besagt, wenn ich ein Long-Signal habe, dann generiere ich das Long-Signal nur, wenn der Sentiment-Filter ein Short-Signal generieren würde. Je nachdem, ob Sie ein Sentiment für Privatanleger oder COT-Index, aber in dem Bereich gehen wir. Das heißt, Sie nehmen ein Sentiment-Filter und sagen, wenn mein Signal einen Einstieg generiert, dann will ich, dass der Einstieg nur gehandelt wird, wenn der Sentiment auch in meiner definierten Phase sich befindet, was auch einen Einstieg generieren würde. Sie können einen Korrelationsfilter entwerfen. Das ist später interessant, wenn Sie ein Portfolio handeln, das heißt, wenn Sie später eine Strategie auf verschiedene Assets legen.
Und wenn Sie Ihr Risiko minimieren wollen, dann handeln Sie Systeme, die keine oder so gut wie keine Korrelation zueinander haben. Eine Korrelation von 1 ist dann zum Beispiel, dass wenn der DAX um einen Punkt steigt, dann steigt der dementsprechende Wert auch um einen Punkt. Oder 1%, 1%. Eine Korrelation von 0 heißt, dass der Markt gar nicht korreliert. Das heißt, der DAX steigt um 3 Punkte, der Markt fällt um 1,3, aber steigt auch um 2. Also das heißt, man kann keine Korrelation, keine Abhängigkeit entdecken. Eine Korrelation von minus 1 bedeutet, dass der DAX um 1% steigt. Und der Pendant-Markt dazu, der eine Korrelation von minus 1 hat, würde um 1% sinken. Und wenn Sie ein gutes Portfolio haben wollen, das heißt, wenn Sie später ein System auf, da werden wir noch im Risikomanagement drauf eingehen, auf viele verschiedenen Assets handeln, dann handeln Sie lieber mit einem System Assets, die so gut wie keine Korrelation haben, weil das natürlich kann passieren in einer guten Phase, dass Sie natürlich, wenn Sie Märkte mit einer positiven Korrelation handeln, Sie Ihren Gewinn boosten. Irgendwann merkt man aber, man will, das Wichtigste an der Börse ist es, Kapital zu schützen und nicht Gewinn zu verwerten. Wenn Sie Kapital schützen, an Ihrem Risiko Money Management arbeiten, die Gewinne kommen. Und da ist es wichtig, dass Sie nicht in einen zu starken Drawdown geraten. Deswegen kann man Korrelationsfilter verwenden. Sie können auch Volumenfilter verwenden, dass Sie bestimmte Volumenindikatoren benutzen, auf denen Sie vorherigerweise schon bestimmte Systeme entwickelt haben und sagen, ah, ich will aus dem System, was ich mal entwickelt habe, diesen Volumenfilter benutzen. Das heißt, wenn Volumen um x Prozent verhältnismäßig ansteigt, dann benutze ich es. Aber Sie merken schon, Systemtrading, je weiter man in die einzelnen Schritte, die ich hier in diesem Webinar erläutere, das heißt in Filter entwerfen, Signal entwerfen, man kann in jeden einzelnen Schritt nochmal reinzoomen und wird bemerken, wie aufwendig das doch ist, ein komplett in sich schlüssiges System zu entwickeln. Und im Nachhinein kann man wirklich sagen, Sie können bei Filtern oder generell Ihren Ideen freien Lauf lassen und einfach mal durchtesten. Da sind Ihnen so gesehen kaum Grenzen gesetzt. Alles, womit Sie Geld verdienen und was Sie wissenschaftlich nachweisen können, haben Sie recht und haben Erfolg. Kommen wir nun auf den fünften Schritt. Und in dem Fall, also die siebte Folie, aber der fünfte Schritt, der Out-of-Sample-Test. Jetzt, hier habe ich schon hingeschrieben, Achtung, jetzt wird es wirklich anstrengend. Das ist jetzt nicht, also ein Out-of-Sample-Test ist jetzt nicht wie ein Standard-Backtest, den Sie verwenden, um Sie haben 5 Jahre Historie, parken ein System und testen das jetzt mal und optimieren dann die Parameter und sagen, ja super, so handle ich das jetzt in der Zukunft. Wie ich hier schon geschrieben habe, im Normalfall verwenden Trader, die ihre Systeme in Anführungszeichen testen, einfach einen normalen Backtest. Das heißt, sie nehmen einfach eine normale Historie, 5 Jahre, wie viele Jahre sie auch zur Verfügung haben, und testen das einmal auf den gesamten Markt und fangen an zu optimieren. Da kommt man sehr, sehr, sehr schnell, und zwar wirklich schneller, als man gucken kann, in die Gefahr, dass man Curve-Fitting betreibt. Das heißt, dass das System überoptimiert ist, weil sie ihre Parameter nur auf eine von ihnen bekannte Historie legen. Das heißt, sie optimieren für sich eigentlich nur die Vergangenheit. Sie haben dann ein System, was auf der Vergangenheit, die Sie kennen, so gut funktioniert, also am besten funktioniert hätte. Nur die Zukunft verändert sich. Das heißt, sie ist nicht optimal wie die Vergangenheit. Wie Sie das umgehen können, darauf werden wir gleich eingehen. So, ein Out-of-Sample-Test ist meiner Meinung nach einer der besten Methoden, um ein Handelsding zu testen und auch richtig für die Zukunft zu optimieren. Sie testen ein System im Out-of-Sample-Test schrittweise nach Zyklen. Das heißt, sagen wir, um es einfacher zu verdeutlichen, Sie haben 10 Jahre Historie und das splitten Sie. Das heißt, Sie sagen, ich nehme 2 Jahre, ich fange an, sagen wir, Sie haben von 2000, vom Jahr 2000 bis 2010 und 2011 haben Sie Daten. Nun nehmen Sie das Jahr 2000 und 2001. Nehmen Ihren Filter, Ihre Grundregeln
und testen ihr System auf diese 2 Jahre, haben dann eine Equity-Kurve. Das heißt, erstmal haben Sie, hier, Sie notieren sich Ihre Basisregeln oder die Regeln, die Sie vor dem Out-of-Sample-Test entwickelt haben. Dann haben Sie Regelvariation 1, sagen wir mal. Deswegen jetzt bitte zuhören oder vielleicht auch, wenn Sie es später sich nochmal anhören, hören Sie sich das öfter an. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Dann nehmen Sie sich eine, dann fangen Sie an, auf das Jahr 2000 und auf 2001 die Regeln zu optimieren. Das heißt, nun fangen Sie an, das, was, wo andere Curve-Fitting betreiben, betreiben Sie jetzt eine Optimierung auf die 2 Jahre. Mit den angepassten Parametern, die Sie nun haben, die notieren Sie sich auch. So, dann haben Sie jetzt sozusagen die Regelvariation 1 und Regelvariation 2, die optimiert worden ist. Nun nehmen Sie sich das Jahr 2002 und testen sowohl die Regelvariation 1 und Regelvariation 2 und gucken, welche der Parameter besser abschneiden. Wenn Parameter 1 immer noch besser abschneidet, dann machen Sie das wieder. Dann nehmen Sie 2001 bis 2002 oder von mir aus auch 2000 dann bis 2002 und machen die nächsten Schritte immer mit der Grund, also mit dem System, was die besten Ergebnisse geliefert hat. Das heißt, wenn Sie dann ein optimiertes System haben, oder sagen wir mal, dann ist das so, dann haben Sie System 2 hat besser abgeschnitten, das heißt das optimierte System. Dann nehmen Sie jetzt das nehmen Sie jetzt Jahr 2003, 2004, das heißt, wo das System noch nicht gelaufen ist, prüfen das damit und optimieren nochmal und prüfen das dann, wo waren wir, 2004? Ich glaube ja, und prüfen das dann, dann haben Sie wieder eine Variation 1. Die optimierte Version der vorherigen Version und die Variation 2, die optimierte Version der optimierten Version. Und testen das aufs Jahr 2005. Und prüfen, würde die erste Variation besser ausfallen oder die zweite. Und das machen Sie so lange, bis Ihre Daten ausgeschöpft sind. So, jetzt kommt aber der Trick. Oder das, was auch viele, nee, Trick würde ich es nicht nennen, aber das, was viele unterschätzen. Welche der optimierten Versionen wird denn jetzt am besten für die Zukunft funktionieren? So wie ich ja davor, es wird eine Historie genommen für die Optimierung und eine Zukunftsbasis. Sie haben eine Historie und eine Zukunftsbasis, die noch nicht getestet worden ist. Und dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis man die gesamte Historie getestet hat. So. Und welchen dann am Ende haben Sie ja, je nach Historie, haben Sie verschiedene Werte für optimierte. Sie haben diesen Wert optimiert, dann funktionierte dieser Wert besser, dann haben Sie diesen Wert optimiert, dieser funktionierte besser. Und am Ende nimmt man den durchschnittlichen Wert dieser Optimierungen um die Zukunft und mit diesem Durchschnittswert würden Sie versuchen, die Zukunft zu handeln. Denn das wäre sozusagen für die Zukunft die am besten optimierte Methode. Moment. Ich hoffe, das war soweit klar. Wenn dazu Fragen auftauchen, sonst gern per E-Mail oder wenn das Video später draußen ist, in die YouTube-Kommentare. Ich werde versuchen, darauf einzugehen. Das erfordert wirklich Arbeit. Grips, Fleiß und da muss man sich wirklich mal auseinandersetzen, denn es ist ja schon schwer geschrieben oder schwer zu erklären, wenn Sie das in echt machen und versuchen, den Durchschnittswert der Optimierung zu ziehen. Das wird noch anstrengender, sage ich Ihnen. Aber wenn Sie die Arbeit machen, dann haben Sie später ein wirklich gutes System, was für die Zukunft aufgebaut ist. Und das ist Gold wert und in dem Fall Euro. Kommen wir zum nächsten Schritt, der Monte-Carlo-Simulation. Als Signifikanztest. Sie können die Monte-Carlo-Simulation natürlich auch für die Daten benutzen. Das kommt auch noch hinzu. Aber in dem Fall geht es wirklich darum, zu beweisen mit diesem Test, dass das Signal, was Sie haben,
Mit den Optimierungen natürlich auch. Sie haben jetzt die Optimierungen gemacht, Sie haben den Durchschnittswert, Sie sind jetzt in der Monte-Carlo-Simulation. Und hier bin ich der Meinung, fallen die meisten Strategien durch. Ich kenne sehr, 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 sehr wenige Menschen, die diesen Test so einsetzen oder auch wirklich ihn erstmal überhaupt kennen. Und wenn sie diesen kennen, dann auch selten, dass sie auch wirklich ihr System darauf geprüft haben. Meiner Meinung nach, wie schon geschrieben, ein unglaublich wichtiger Test und es wird dennoch so gut wie von keinem durchgeführt. Was machen wir mit dieser Monte-Carlo-Simulation? Wir testen die Predictive Power eines Signals. Das heißt, wir prüfen, das ist jetzt wie ein H0-Hypothesentest. Wir prüfen, ist das Signal oder unser Einstieg dafür verantwortlich, dass auch der Markt in die entsprechende Richtung läuft? Denn nur weil Sie ein Signal erhalten haben und der Markt steigt, heißt das nicht, dass Ihr Signal, Ihr Einstiegssignal der Grund für diesen Aufstieg, für diesen Anstieg des Marktes ist. Es kann ja auch an 1 Million anderen Parametern liegen. Kann ja sein, dass ich, keine Ahnung, ein Hedgefonds steigt jetzt ein oder Fundamentaldaten kamen rein, XYZ. Es gibt sehr viele Varianten. Das heißt, Sie müssen mit irgendeinem Test prüfen, wie viel zukünftige Aussagekraft hat denn mein Einstiegssignal? Denn wenn er diese zukünftige, wenn er keine Predictive Power besitzt, dann brauchen wir das System nicht handeln, denn dann handeln wir kein System, was auf einem Edge basiert oder auf einem statistischen Vorteil. Handeln wir einfach nur ein System, was irgendwie in der Vergangenheit funktioniert hat, können hoffen, dass das vielleicht noch in der Zukunft funktioniert, aber wenn es anfängt nicht zu funktionieren, haben wir keine Stellschrauben, an denen wir schrauben können. So, was machen wir denn mit der Monte-Carlo-Simulation? Das heißt, wenn Sie ein System haben, was ein Edge hat, das heißt ein Vorteil, dann basiert dieser statistische Vorteil, Edge, auf einer Preisanomalie. Das heißt, Sie haben irgendwo was entdeckt, was im Markt vorkommt, was vielleicht auch von Marktteilnehmern geschaffen wird oder Sie nutzen Hedgefonds aus, Sie nutzen Arbitrage aus, aber Sie nutzen irgendwas am Markt aus, was von Marktteilnehmern fabriziert wird. Nun nehmen Sie sich historische Daten von Ihrem Instrument, das heißt, ob Sie jetzt nun DAX oder Euro-US-Dollar, sei jetzt mal egal. Wie man diese Monte-Carlo-Simulation als Signifikanztest macht, ist nicht so einfach. Man kann das mit Excel machen, Sie können das mit, ich glaube, mit dem MetaTrader 5 kann man das einprogrammieren, dass man das machen kann. Das kann man bestimmt mit dem NinjaTrader auch machen, aber es erfordert Fleißarbeit und zwar wirklich Fleißarbeit. Das heißt, Sie müssen sich eine Monte-Carlo-Simulation auf die historischen Daten des Instruments programmieren. Dazu gibt es Anleitungen bei YouTube. Wir erklären das auch unter anderem in unseren Intensivcoachings und dann auch in der Skype-Gruppe, in denen wir danach die Leute betreuen. Dort entwickeln Sie sozusagen einen zufällig generierten, ich nehme jetzt mal als Beispiel den DAX, Sie nehmen sich 3 Jahre DAX-Historie oder 4, 5, egal. Und generieren ein Jahr den DAX. Die generieren per Monte-Carlo-Simulation einen zufälligen DAX-Markt, der zwar aufgrund der Vergangenheit basiert, aber der trotzdem komplett zufällig generiert wird. Und diese Zufälligkeit der Daten, die die Monte-Carlo-Simulation verursacht, zerstört, in Anführungszeichen, so wie ich sie zerstört, alle Preisanomalien, die es am Markt gibt. Es gibt keine Marktvorteile in einem komplett zufällig generierten Markt. Gibt es einfach nicht. Weil Zufall. So. Nun nehmen Sie Ihr Handelssystem. Es hat dann eine bestimmte Trefferquote, ein bestimmtes Sharpe Ratio, ein bestimmtes Erwartungswert und auch Sie verdienen ja damit. Sie haben dann eine positive Equity-Kurve in Ihrem Auto, auch in Ihrem Out-of-Sample-Test und so weiter. Haben Sie das alles erhalten? Und sehen dann, ah, okay, ich verdiene jetzt als Beispiel jedes Jahr 20% mit meinem System. Moment, nochmal kurz einen Schluck. 20% mit dem System.
Sagen wir 40. Wir haben wirklich gutes System, verdienen 40, durchschnittlich 40%. So, nun nehmen Sie diese zufällig generierten Daten, exportieren Sie sie, wie auch immer, je nachdem, was mit dem System ist, und lassen Ihr System auf den zufällig generierten Daten laufen. Das heißt, Sie können sich auch die Daten in Excel generieren, per CSV exportieren und dann auf eine Trading-Plattform packen, wo Sie Daten per CSV importieren können und dann die Systeme darauf backtesten. Nun ist es so, dass Ihr System auf zufällig generierten Daten schlechter abschneiden muss, und zwar signifikant schlechter. Signifikant können Sie sich selbst definieren, aber wenn Ihr System 40% im Jahr verursacht, dann ist signifikant nicht, dass es in einem zufällig generierten Markt 38% generiert, sondern dann generiert es 5 oder es generiert Minus. Am besten generiert es Minus. So, das heißt, Sie nehmen und simulieren den DAX-Markt ein Jahr lang und das machen Sie 100, 200, 300 Mal, je nachdem, wie sicher Sie sich fühlen. 100 Mal reicht im Normalfall. Ich mache meistens so zwischen 500 bis 1000 Simulationen, um wirklich sicher zu gehen, nehme davon dann den Durchschnittswert, also so die Durchschnittsergebnisse von meinen 500 Simulationen und prüfe, ob dieser Wert signifikant schlechter ist als das Backtest-Ergebnis des Out-of-Sample-Tests. Ist das Ergebnis signifikant schlechter, so haben Sie per Negativ-Ausschluss ausgeschlossen, dass Ihr System zufallsbasiert ist. Und denn auf einem zufallsbasierten Markt generiert es, das heißt, generiert es negative Ergebnisse. Hoppala. Generiert es negative Ergebnisse und sorgt somit dafür, dass man die Preisanomalie anerkennen kann. Das heißt, man sagt, Sie haben mit diesem Test bewiesen, wenn die Monte Carlo Simulation Ergebnisse schlechter sind als Ihr reelles Ergebnis, so haben Sie nachgewiesen, dass Sie tatsächlich einen Edge am Markt haben und können mit gutem Gewissen auch wirklich dann das System handeln. Fällt dieser Test negativ aus, das heißt in einem zufällig generierten Markt, die Ergebnisse sind dann genauso gut wie Ihr Backtest oder vielleicht noch besser, dann ist genau solch ein Test ein K.O.-Kriterium. Wenn die Ergebnisse genauso gut sind, dann haben Sie keinen Edge am Markt und brauchen das System gar nicht weiterhandeln, können Sie ad acta legen. So. Und da braucht man dann, wie ich ja schon geschrieben, auch gar nicht hoffen, dass die Strategie funktioniert, denn das ist ein wissenschaftlicher Test, der den hat, den bei dem ist er durchgefallen. Ergo, klar ist es blöd, dass man den Out-of-Sample-Test gemacht hat. Das muss man auch vorher machen, um dann auch wirklich mit seiner optimierten Strategie zu sagen, ist mein Signal gut oder nicht? Der Test ist aber, wie schon geschrieben und am Anfang gesagt, jedoch nicht einfach umzusetzen, erfordert eine gewisse Anstrengung und man muss auch wollen, diesen Test zu machen oder vielleicht auch ein kleines Faible für solche Sachen, also für Statistiken und Auswertungen haben. Aber das hier ist unglaublich wichtig. Kommen wir jetzt nun auf die Optimierung. Das heißt, haben wir das alles besprochen? Also besteht Ihr System die Monte Carlo Simulation und beweist, dass Ihr System Ihr Signal Predictive Power hat. So kommen wir jetzt nur noch an die Feinschliffe. Die Feinschliffe sind jetzt das Money Management, das Risk Management. Im Money Management, auch hier, es ist ein Thema, was einfacher suggeriert wird, als es ist. Nun ist es aber nur noch so, dass Sie sich die Anstrengung machen müssen, Ihr System so gut wie möglich auszugleichen oder so gut wie möglich für sich zu optimieren auf die Instrumente etc. Sie wissen aber nach der Monte Carlo Simulation, dass das schon mal ein funktionierendes System ist, was ja schon mal eine
unglaublich wichtige Erkenntnis ist. Ich weiß nicht, wie viele Trader da draußen generell diese Erkenntnis haben. In der Traumwelt wird suggeriert, riskiere immer nur 1% von deinem Depot und das ist schon in Ordnung. In der echten Welt sieht das dann aber so aus, was ist, wenn ich, das heißt, die Leute sagen, riskiere einfach immer 1% von deinem Depot und das System ist natürlich für jeden Markt anwendbar. So, was ist aber, wenn ich 20 Märkte handle und der unwahrscheinliche Fall eintritt, nicht, dass er eintreten soll, aber er kann eintreten und alle Märkte befinden sich im Drawdown. Das heißt, sie haben pro Markt 3, 4 Minus-Trades und sie merken schon, worauf ich hinaus will. Zack, Konto geht auf null. Und dabei haben sie doch eine Regel benutzt, die doch so oft suggeriert wird und doch anscheinend von jedem genutzt wird. So, deswegen ist es wichtig, dass sie diese ganzen Tests vorher machen. Haben sie ihr Test, fügen sie dann mit den Out-of-Sample-Daten, führen sie eine Monte-Carlo-Simulation auf ihre Daten durch. Wer wissen will, wie das geht, schaut sich einfach das vorherige Webinar an, was ich bei FX Flat geführt habe. Da erkläre ich, wie man eine Monte-Carlo-Simulation auf sein Handelssystem per Excel programmiert und wie man auch die Daten auswertet. Den Link habe ich in den Chat kopiert schon bereits. Ah, okay, sehr schön. Der Link ist im Chat. Das heißt, dort ist es wichtig, dass Sie im Nachhinein die Höhe der möglichen Drawdowns kennen, die Sie pro Markt. Weil nur weil Sie im DAX vielleicht einen Drawdown von X%, also von sagen wir 7% haben, bei 1% Risiko, heißt es das nicht, dass Sie im Euro-US-Dollar-Markt das auch haben. Kann sein, dass der deutlich höher ausfällt oder geringer. Das heißt, es ist wichtig, dass Sie erstmal Drawdowns kennen, wie hoch die sind und wie hoch der maximale Drawdown von 100 Simulationen in dem Markt war, von 100 Simulationen in dem Markt war, was ist der durchschnittliche? Diese ganzen Zahlen muss man sich aufschreiben. Das ist, wie schon wieder erwähnt, viel Arbeit, die gemacht werden muss, wenn man erfolgreich und langfristig Geld verdienen will. Dann ist es wichtig für Sie herauszufinden, wie viel sind Sie denn bereit, von Ihrem Trading-Konto zu riskieren? Wie weit soll das Konto mit der Strategie, so Sie haben jetzt eine Strategie, die handelt 10 Märkte. Wie weit ist es so, dass Sie bereit sind, Ihr gesamtes Konto, was auf diesen drei Strate auf dieser Strategie und auf den 10 Märkten beruht, wie tief darf es ins Minus gehen? Und wenn Sie diese Parameter haben, können Sie dann testen, wie viel Risiko Sie pro Trade bereit sind zu gehen und können sich darauf ein dynamisches System aufbauen. Nicht, Sie sagen dann nicht statisch, ich sage das statisch, das. Sie sagen, wenn vielleicht meine Equity-Kurve dann um so und so viel Prozent fällt, reduziere ich mein System, reduziere ich meine Trades. Ist mein Konto so und so viel im Gewinn, kann ich mehr riskieren und bin bereit, mehr Geld zu riskieren. Ich sage, ich habe, dann schauen Sie sich natürlich wieder den Filter an. Das heißt, Sie sagen, habe ich Märkte, die gar nicht miteinander korrelieren? Denn das ist wichtig. Sie können auch Märkte haben, die 1-1 miteinander korrelieren. Und dann müssen Sie wissen, dass Sie nicht in beiden 1% einsetzen, sondern 0,5% in jedem. Dann natürlich gehören da noch Sachen wie Slippage, Ordergebühren mit rein. Das muss man alles mit reinrechnen. Aber nun haben Sie statistische Kennzahlen von jedem Markt, von Ihrem System, was getestet worden ist, was ein Edge nachgewiesen hat und können nun die Feinheiten ausarbeiten, wie viel Sie bereit sind, pro Trade zu riskieren. Kommen wir jetzt nun zum letzten Optimierungsthema, das ist das Risikomanagement. Das Risikomanagement ist einfach nichts anderes als Sie optimieren jetzt nochmal, Sie gucken nochmal, können Sie Ihre Ausstiegsstrategien irgendwie optimieren? Denn ich nenne es mal, ich habe das glaube ich hier geschrieben, genau, denn eine Ausstiegssystematik entscheidet zwischen Stake oder Karatza. Falls Sie Karatza nicht kennen, das ist dieses eklige Tomatenbrot, was man sich an der Tanke holen kann, wenn man Hunger hat, aber noch 500 Kilometer zu fahren hat. Nur Ausstiegssystematiken, Systeme entscheiden darüber, ob sie Gewinn oder Verlust machen. Der Einstieg ist nicht der Faktor, der die statistischen Kennzahlen verändern lässt. Der Erwartungswert verändert sich nur mit den Ausstiegsdaten.
Die Trefferquote verändert sich nur mit den Ausstiegsdaten. Das Sharpe Ratio, der Gewinn, der Verlust, das alles entscheidet sich über Ausstiegsstrategien, die wichtig sind, die optimiert werden müssen, die nicht einfach so dahin geklatscht werden sollen, die sagen, ja, ich setze meinen Stop-Loss einfach an jedes Tief der Kerze oder ich setze meinen Stop-Loss hier und erst wenn ich 100 Euro im Gewinn bin, mache ich einen Teilverkauf. So einfach ist es leider nicht. Da muss man sich schon hinsetzen, sich Gedanken machen, welches System schafft für mich das beste Verhältnis zwischen ich will so gut, so viel Gewinn wie möglich, aber auch so wenig Risiko wie möglich ist. Natürlich, wenn Sie dann anfangen, Ausstiegsstrategien zu verändern oder zu testen, dann vergessen Sie bitte nicht, schon wieder den Out-of-Sample-Test zu machen. Weil Sie haben zwar diesen Schritt schon im Out-of-Sample-Test gemacht, aber wenn Sie anfangen, Parameter zu verändern und zu gucken, ich glaube, dieses System ist jetzt besser, dann müssen Sie mit diesem verbesserten System nochmal zurück zum Schritt Out-of-Sample-Test gehen und dort nochmal alles durchlaufen und prüfen, ob der auch tatsächlich die besten Ergebnisse abliefert. Und das zum Durchschnitt hinzufügen. Hier testen Sie zum Beispiel in diesem Risiko, testen Sie nochmal Fälle, wie verläuft habe ich mal ein paar Beispiele, ein paar Gedanken, wie verläuft meine Equity, wenn ich den Stop-Loss nach einem bestimmten Gewinn auf ein bestimmtes Niveau setze und dann auch versetze. Wie ist das, wenn ich meinen Stop-Loss zeitlich verschiebe? Wie ist das, wenn ich zwei Stop-Loss verwende? Dazu habe ich auch einen Content-Beitrag geschrieben, kann man sich gerne auf Statistic Trading durchlesen. Da erkläre ich, warum es sinnvoller ist, im Verlust mit zwei Stop-Loss zu arbeiten, als im Gewinn mit Teilverkäufen. Würde jetzt noch mal ein bisschen dauern, das hier zu erklären. Das heißt, wenn Sie Interesse daran haben, einfach auf statistiktrading.de. Und der Artikel heißt, glaube ich, warum Teilverkäufe nicht so sinnvoll sind, wie sie suggeriert werden oder so. Sie finden das schon. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Das sind nur noch die restlichen Schritte. Natürlich, wie ich schon auch oben erklärt habe, natürlich immer, wenn Sie dann eine Optimierung vornehmen, nochmal Out-of-Sample-Test machen, weil nur dann können Sie auch wirklich sicher sein, dass das die optimierte Variante ist von dem, was Sie sich da hingearbeitet haben oder aufs Blatt Papier geschrieben haben oder den Algorithmus oder als Idee hatten. Danach kommen wir nur noch vorbereitet. Das heißt, haben Sie diese ganzen Tests durch und haben sich diesen Stress oder diesen Spaß, also für mich ist das kein Stress, für mich ist das wirklich Spaß. Mir macht das super Spaß, das immer zu entwickeln und für mich gibt es nichts Schöneres im Bereich der Börse. Geht es jetzt nur noch die Vorbereitung zum Live-Handel. Das heißt, nun kann es losgehen. Das heißt, nun testen Sie nochmal auf eine bestimmte Zeit. Ich sage Ihnen, nehmen Sie sich dann eine Woche oder 2 Wochen, werden Sie nicht gierig und schauen nochmal, ob der Algorithmus, es geht es nicht darum, dass das Demokonto das anders performt. Es soll darum gehen, dass hier Sie nochmal überprüfen, ob die Regeln, die Sie geschrieben haben und der Algorithmus auf einem Demokonto genauso umgesetzt wird, wie Sie es programmiert haben. Es kann ja sein, dass Sie dann im Live-Betrieb oder auf einem Demokontobetrieb sehen, dass Sie vielleicht Ihr Algorithmus aus Versehen auf 15-Minuten-Basis aktualisiert haben und dass es dann, wenn der Markt auf Tick-Basis basiert, das irgendwie anders aussieht, was Sie im Backtest vielleicht nicht gesehen haben. Deswegen nochmal 2, 3 Wochen, vielleicht auch mal einen Monat, das System wirklich laufen lassen, schauen, ob die Parameter, die da rauskommen, auch den Daten entsprechen, die Sie so aus den Tests haben. Aber das Wichtige geht jetzt gar nicht um die Daten, sondern es geht nicht um die Trades, die da ausgespuckt werden oder um, dass das auf einem Demokonto schlechter oder besser ausschaut. Es geht eher darum, dass Sie gucken, dass der Algorithmus schön sauber funktioniert und die Stop-Loss-Regeln so umgesetzt wird. Die Trailing-Stop-Regeln so umgesetzt wird und dass alles, dass der Algorithmus so arbeitet, wie er arbeiten soll. Wenn alles passt, dann ganz einfach können Sie auf ein echtes Konto wechseln
und loslegen oder den Algorithmus loslegen lassen oder ihre Regeln anfangen anfangen zu traden. Sie können ja natürlich sich auch, wie wir es mit dem markttechnischen Trenderkennungsalgorithmus gemacht haben, ein halbautomatisches System basteln, was Ihnen einen statistischen Vorteil im Markt anzeigt. Sie sich dann immer per SMS, per Push-Benachrichtigung, wie auch immer, sich dann immer nur die statistisch vorteilhafte Lage anzeigen lassen und daraufhin sozusagen erst, wenn der statistisch vorteilhafte Markt erfüllt ist, dann setzen Sie sich an den Rechner und fangen an, die Orders zu setzen oder die Stop-Loss-Systematik. Sie können sich ja ein halbautomatisches System basteln, müssen ja nicht direkt mit dem Algorithmus anfangen. Aber dass Sie eine Systematik haben, die funktioniert, die auf objektiven Regeln basiert, mit der Sie arbeiten können. Nun kommt jetzt auch wieder das Wichtige. Viele glauben immer, ja, ich habe einen Algorithmus, zack, der läuft. Jackpot. Super, alles läuft. Jetzt brauche ich nur noch das Geld einsammeln. Doch Sie müssen auch immer sich die Arbeit machen, die statistischen Kennzahlen, die Trades immer auszuwerten. Sie haben von den ganzen Tests Parameter, die erfüllt sein müssen oder die nicht überschritten sein dürfen, damit ihr System noch funktioniert. Sie haben, keine Ahnung, eine Trefferquote, die kann natürlich schwanken. Eine Trefferquote ist nie fix, auch die schwankt. Darauf können Sie sich alles in dem Monte Carlo Simulations-Webinar anschauen. Aber Sie haben zum Beispiel Drawdown-Werte. Sie sagen, in 1000 Monte Carlo Simulationen hat dieses System in diesem Markt, sagen wir im Euro-US-Dollar, nie mehr als 14 Trades hintereinander verloren. So, nun sehen Sie auf Ihren Daten, hey, ja, wir haben einen Reihenfolge, also einen Drawdown in der Reihenfolge von 17. So, das ist schon ungewöhnlich. Sie haben ja 1000 Simulationen gemacht. Von 1000 Simulationen kam das einmal vor. Kann natürlich passieren, dass das jetzt auch vorkommt. Dann sagen Sie sich, okay, dann müssen Sie jetzt entscheiden, sage ich, okay, Sie definieren sich vorher einen Raum. Sagen wir, Sie haben 14 Trades. Und sagen, ich gebe 30% Spielraum. Sei, sagen wir mal, drei Trades obendrauf. Dann wäre das noch okay. Sie würden ja sagen, 17 ist noch in Ordnung. Also 3, x. Aber fällt das System aus dem Raster zu fallen, das heißt, der Drawdown wird höher, die Trefferwahrscheinlichkeit sieht irgendwie nicht mehr so aus. Sie haben aus den Tests eine Wahrscheinlichkeit von 65% gehabt. Was auch immer. Und dann nach 200 Trades sehen Sie, Sie haben nur 57. Dann müssen Sie, wie ich schon sage, Sie werden dann nicht sauer auf sich selbst und Sie müssen gucken, ah, wo hapert es denn? Denn alles analysiert habe ich ja gut. Das heißt, irgendwo hapert. Und dann sehen Sie, ah, okay, die Einstiegssystematik funktioniert nicht richtig. Ich habe mir mal die Historie angeschaut, das ignoriert er. Dabei habe ich das ja für mich entwickelt. Und irgendwie ignoriert der Algorithmus das, weil das halt Software ist. Und da halt auch Bugs auftreten, dann müssen Sie diese Bugs beheben. Diese Arbeit muss immer getan werden. Jetzt stellen Sie vor, Sie haben 30 Systeme laufen, dann sind Sie zwar aktiv nicht mehr mit Traden beschäftigt, aber nur noch aktiv mit der statistischen Untersuchung der Daten und der statistischen und der Portfolioverwaltung, also quasi die ganzen Assetklassen, die Sie da handeln. Das ist dann schon viel Arbeit, natürlich. Kann man sich dann auch wieder Warnsignale programmieren und sagen, das System läuft so lange gut, solange dieses Signal nicht darüber läuft. Das heißt, sie bauen ein System auf System, das heißt, ein systemkontrollierendes System. Das kann man alles machen, aber die Arbeit muss halt getan werden. Hiermit bedanke ich mich. Das war es dann auch schon mit dem Online-Webinar. Oh, also 1 Stunde 10. Haben wir ein bisschen was geschafft? Ich hoffe, ich konnte Ihnen guten Input liefern. Falls Sie Interesse haben oder noch mehr zu dem Thema lernen wollen, besuchen Sie uns einfach auf statistiktrading.de. Wenn Sie sich mit dem Thema intensiv befassen wollen, können Sie gern einen Telefontermin mit mir vereinbaren, sodass wir uns dann vielleicht auf einen Termin für ein Intensivseminar einigen, was das Wochenende durchgeht. Machen Sie es, wie Sie wollen. Aber auf Statistic Trading
Finden Sie noch viel interessanten Content darüber? Gerade erstellen wir Content für so eine große Gap-Analyse, die wahrscheinlich 3 bis 4 Teile groß wird. Der erste Teil ist schon draußen. Wer sich dafür interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Sonst einfach mal reinschnuppern und schauen, was Sie da finden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.